Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und was das für die Finanzwelt bedeutet. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute sprechen wir über das TV-Duell der US-Vizekandidaten und wie es mit den Zinssenkungen der Fed weitergehen soll. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober und ich bin Solveig Gude. Waren Sie heute Nacht auch um 3 Uhr wach und haben den Fernseher angeschaltet? In der Nacht zu Dienstag gab es nämlich das TV-Duell zwischen den US-Vizepräsidentschaftskandidaten, dem Republikaner J.D. Vance und dem Demokraten Tim Walz zu sehen. Nein, Sie sind nicht wach geblieben. Keine Sorge, ich auch nicht. Unser heutiger Podcast-Gast aber schon. Ich habe den Wahlkampf- und Kampagnenstrategen Julius Vandela heute in den Podcast eingeladen. Mit ihm hören wir gemeinsam in ausgewählte Stellen der Debatte und wir analysieren, welcher Running Mate besser in der Debatte abgeschnitten hat. Mehr dazu gleich nach dem Marktbericht. Und im zweiten Teil der heutigen Folge, da widmen wir uns dann einem richtigen Today-Kernthema, und zwar der Zinspolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen ja in einem ungewöhnlich hohen Schritt gesenkt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie stark sollen die Zinsen noch weiter gesenkt werden? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, und was das Ganze mit dem sogenannten neutralen Zins zu tun hat, das erklärt uns nachher der Handelsblatt-Finanzredakteur Leonidas Exocides. Und jetzt, wo Sie wissen, was Sie in dieser Folge alles erwartet, starten wir wie immer mit einem Blick auf die internationalen Börsen und welche Nachrichten die Märkte heute bewegt haben. Dafür schalte ich jetzt nach Frankfurt zu dem Handelsblatt-Finanzkorrespondenten Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo Solveig. Ja Frank, was ist denn heute los an den Börsen? Na, es ist nicht sehr viel los, aber insgesamt ist die Stimmung doch etwas trübe. Der DAX ist zum Beispiel jetzt gerade 0,61% im Minus, und das hängt natürlich mit den dramatischen Ereignissen in Nahost zusammen. Die Sorgen, dass es jetzt doch noch zu einem größeren Krieg kommt, sind doch etwas größer geworden. Die meisten Leute sagen, sie glauben nicht, dass das passiert, aber man spürt, also man sieht es den Kursen an, dass die Ängste eben doch da sind. Der Ölpreis ist wieder etwas angestiegen um einige Prozente, und deswegen stehen auch die Aktien insgesamt unter Druck. Ja, gestern haben wir ja im Podcast auch über die eskalierende Lage in Nahost berichtet. Gestern Abend nach Podcast-Schluss hat dann doch noch der Iran Israel angegriffen. Also da kann sich wirklich jeden Tag was verändern. Die Lage ist sehr volatil und das spiegelt sich offenbar auch an den Märkten wieder. Gibt es denn aber trotzdem Gewinner an den Märkten? Ja, es gibt tatsächlich auch genau aus dieser Situation Gewinner. Und das sind natürlich mal wieder die Rüstungsaktien. Rheinmetall liegt zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, 1,17% im Plus und führt damit den DAX, der ja ansonsten relativ schwach ist, an. Aber auch die anderen Rüstungsaktien, Thales, Saab, BAE und so weiter, die sind auch tendenziell im Plus. Ist eine makabere Reaktion, aber ist halt so. Mhm. Worüber wir auch aber gestern im Podcast hier gesprochen haben, sind ja die Übernahmeverhandlungen zwischen dem Ölkonzern ADNOC aus Abu Dhabi und Covestro. Wie hat denn da heute einen Tag später die Aktie von Covestro darauf reagiert? Ja, sie hat natürlich positiv darauf reagiert. Das ist ja eine ganz lange Geschichte gewesen. Es ist immer hin und her gegangen. Ja, über ein Jahr lang hat sich das gezogen, ne, die Verhandlungen. Genau, ja, genau. Und es stehen jetzt auch noch einige Genehmigungen aus. Was auffällt, ist, dass der Kurs nicht ganz auf die 62 Euro gegangen ist, die jetzt geboten sind von ADNOC, also von der Ölgesellschaft von Abu Dhabi. Da ist vielleicht noch ein bisschen Unsicherheit drin, dass man bei dem vielen Hin und Her der Sache noch nicht ganz traut. Aber im Prinzip ist die Sache natürlich jetzt durch, kann man sagen. Ja, Anleger haben natürlich, hoffen natürlich sicherlich, dass es jetzt noch auf diese 62 geht. Und das wird ja auch der Fall sein, wenn das ganze Verfahren durchgeht. Wenn man auf die Webseite von Covestro selber schaut, dann haben die angegeben, jetzt gerade eben habe ich reingeschaut,
dass bevor die ersten Meldungen kamen überhaupt zu dieser Übernahmegeschichte, wenn man den Kurs nimmt bis heute, dass dann die Anleger 54% an der ganzen Geschichte verdient haben. Das heißt also, die, die früher irgendwann mal Covestro gekauft haben und nicht wegen dieser Geschichte eingestiegen sind, die haben auf jeden Fall schon ein ziemlich gutes Geschäft gemacht, das kann man schon sagen. Ja, das ist not bad auf jeden Fall. Welche Titel sind dir vielleicht sonst noch aufgefallen? Also aufgefallen ist mir einmal Prosus. Das ist eine sehr, sehr große niederländische Holding. Die ist gar nicht mal so bekannt. Aber deren Hauptanlage liegt in Tech-Werten und vor allen Dingen in China, in Tencent. Die haben also einen sehr, sehr großen Anteil an dem Tech-Riesen Tencent in China. Und die liegen heute 3% im Plus. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die chinesischen Aktien ja fast explodiert sind in den letzten Tagen, weil die chinesische Regierung sehr, sehr direkt nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern im Prinzip sogar sehr, sehr direkt auch die chinesische Börse gerade stützt. Also das ist aufgefallen. Das ging natürlich auch gegen den negativen Trend Prosus. Interessant ist auch noch eine Reaktion bei Adidas. Adidas liegt auch leicht im Plus wenigstens entgegen dem Trend. Und zwar nachdem Nike, also ein Konkurrent, relativ schlechte Zahlen bekannt gegeben hat. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise färbt das ja dann ab. Aber offensichtlich hat Nike in der Verlautbarung deutlich gemacht, dass die Zahlen deswegen so schlecht sind, weil sie so starke Konkurrenz haben. Und das rechnen die Leute jetzt offenbar Adidas positiv an. So eine ganz interessante, der größte Konkurrent, ne? Ja, ja, das ist eine ganz interessante Reaktion. Das habe ich bisher selten gesehen, dass das so passiert, ne, in der Art und Weise. Ja, wirklich spannend. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist doch eigentlich ein ganz rundes Bild, das wir jetzt hier gezeichnet haben. Vielen Dank, Frank. Immer gerne. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis für Sie. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageempfehlungen. Die Inhalte dienen lediglich Ihrer Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung. Vor wenigen Wochen haben wir bereits die US-Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris im TV streiten hören. Jetzt waren ihre designierten Vizepräsidenten dran. Gestern Nacht haben der republikanische Running Mate von Donald Trump, J.D. Vance, und die Nummer 2 von der Demokratin Kamala Harris, Tim Walz, im TV diskutiert. Oder tatsächlich ging es bei ihrer ersten und einzigen TV-Debatte der Vizekandidaten erstaunlich zivilisiert zu. Und wer könnte die wichtigsten Themen und Momente des TV-Duells besser einordnen als jemand, der selbst einmal einen Wahlkampf in den USA aktiv mitbegleitet hat? Ich habe jetzt Julius Vandela zu Gast. Er ist deutscher Kampagnen- und Strategieberater mit Erfahrung in den US-Wahlkämpfen von Barack Obama. Hallo Herr Vandela, schön, dass Sie da sind. Schön, bei Ihnen zu sein. Herr Vandela, wo haben Sie denn jetzt eigentlich das TV-Duell geguckt und mitten in der Nacht sind Sie aufgeblieben? Mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens, ich bin wach geblieben. Und es war ein großes Spektakel. Und zu Hause auf dem Sofa, oder? Es war dann doch auf dem Tisch, die Sorge, auf dem Sofa einzuschlafen, war zu hoch. Ja, ich habe da ein bisschen eine Vermutung, warum Sie vielleicht eingeschlafen sein könnten. Man hat ja jetzt im Vorfeld, wurde das ja auch von den US-Medien so hochstilisiert als eine der wichtigsten historischen Vice Presidential Campaigns aller Zeiten. Jetzt hören wir vielleicht mal da rein. One of the biggest moments of the campaign. The most important vice presidential debate in history. What could be the most important vice presidential debate in modern American political history? So, jetzt frage ich mich natürlich, war sie das wirklich oder war es eher einschläfernd? Also, einschläfernd war es nicht. Ich glaube, für Politik-Junkies war es natürlich faszinierend oder auch die Strategie nochmal zu reflektieren, die ja vorab auch schon durchgeklungen ist, sowohl von Kamala Harris und Tim Walz als auch von Trump und J.D. Vance. Aber ich glaube dann doch, die Rhetorik und die Intensität, das Level der Polarisierung im Vergleich zu dem von Kamala Harris und Donald Trump war natürlich ein komplett anderes. Insofern, Tim Walz und J.D. Vance haben vielleicht mehr an Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz in den Triellen erinnert, als an die hard-hitting punches, die zwischen Kamala Harris und Donald Trump geflogen sind. Ja, das ist ja total spannend, ne? Das kennen wir so gar nicht, diese neue Sachlichkeit, sag ich mal. Wir gehen ja auch gleich nochmal ins Detail und zeigen einzelne Ausschnitte. Im Vorfeld hatten wir aber eigentlich erwartet, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr streitet. Hören wir doch mal rein, wie das denn jetzt eigentlich so klang, ob die sich vielleicht auch eher ein bisschen mehr zugestimmt haben.
So the rhetoric is good. Much of what the senator said right there, I'm in agreement with him on this. Governor Waltz and I actually probably agree that we need to do better on this. I believe Senator Vance wants to solve this. I agree with you. I think you want to solve this problem. I agree with a lot of what Senator Vance said. I actually agree with Tim Waltz. In diesem Zusammenschnitt klingt das ja eigentlich schon ein bisschen lustig fast, wie oft die sich zustimmen. Ja, ich meine, es erinnert fast so an die guten alten Zeiten, anderes politisches Klima, eher so wie es Barack Obama und John McCain 2008 gemacht haben oder vielleicht auch noch Bush und Gore. Also wie gesagt, andere politische Traditionen hatten, aber es hat definitiv nichts mehr zu tun gehabt mit Trump gegen Clinton oder wie gesagt auch Trump gegen Harris. Aber es gab natürlich auf der inhaltlichen Ebene schon auch klare Differenzen und die wurden nicht nur von den beiden Moderatorinnen rausgearbeitet, sondern eben auch von J.D. Vance und Tim Walz. Gehen wir doch jetzt mal in diese inhaltlichen Differenzen. Ein super hochaktuelles Thema, das wir natürlich gestern auch im Podcast hatten, war der Angriff des Irans auf Israel. Da wurden bei den beiden Kandidaten die Frage gestellt, würden sie einen Präventivschlag gegen den Iran unterstützen oder ablehnen? Hören wir mal rein, was beide Kandidaten gesagt haben. It is up to Israel what they think they need to do to keep their country safe, and we should support our allies wherever they are when they're fighting the bad guys. I think that's the right approach to take with the Israel question. But what's fundamental here is that steady leadership is going to matter. It's clear, and the world saw it on that debate stage a few weeks ago, a nearly 80-year-old Donald Trump talking about crowd sizes is not what we need in this moment. We will protect our forces and our allied forces, and there will be consequences. Herr van La, wie werten Sie denn diese Aussagen? Beide haben eigentlich ja nicht so wirklich auf die Ursprungsfrage reagiert. Er muss auch dazu sagen, der eine ist Senator aus Ohio, der andere ist Gouverneur aus Minnesota. Das heißt, beide sind nicht die prädestinierten Außenpolitiker mit einer langen Erfahrung in irgendwelchen auswärtigen Ausschüssen. Dementsprechend, glaube ich, muss man auch einfach anerkennen, das sind mehr oder weniger Globalantworten, die dort gegeben wurden. Jetzt sagt Waltz, macht eine klare Attacke hier gegen Trump, der ist 80 Jahre alt, haben wir eben gerade gehört, und er hat in der Debatte mit Kamala Harris fast ausschließlich über Crowd Sizes gesprochen, also wie groß die Veranstaltungen sind. Und ich glaube, das soll natürlich ein klares Argument den Amerikanerinnen und Amerikanern gegenüber sein, zu sagen, Donald Trump ist einfach nicht mehr fit. Er ist nicht mehr in der Lage, diese komplizierte Welt noch wirklich zu navigieren und dementsprechend auch in Gefahr, nicht nur für die Welt, sondern eben auch für Amerika. Und jetzt kommt J.D. Vance. Und da ist natürlich die Falle im Endeffekt schon zugeschnappt. J.D. Vance sagt, Moment mal, schauen wir doch einfach mal auf die Realität. Und wie sieht die Realität aus? In den 4 Jahren unter Donald Trump von 2017 bis 2021 war die Welt quasi ein friedlicher Ort. Donald Trump hat für Sicherheit gesorgt. Im Nahen Osten war Ruhe. Er hat die Abrams Accords unterschrieben, das heißt Peace in Middle East, wie Donald Trump immer sagt. Und er hat auch die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das heißt, damals unter Trump war Stabilität. Und was J.D. Vance gesagt hat, erst unter Kamala Harris, lässt natürlich Joe Biden sehr clever aus, und sagt, erst unter Kamala Harris ist die Welt quasi zum Pulverfass geworden. Und dementsprechend braucht es jetzt wieder amerikanische Stärke. Da gibt's auch noch einen Slogan dazu. Und ja, der heißt Peace through Strength. Also Frieden durch Stärke. Und dann braucht es eben auch, so zumindest J.D. Vance, manchmal auch diese iratische Stärke, mit der Donald Trump auftritt, um dann als möglicherweise auch die starke Vaterfigur einfach mal auf den Tisch zu hauen und für Ruhe zu sorgen. Und wir sehen in den Umfragen zumindest, dass Leute eben auch Donald Trump genau das zutrauen. Also dieses Narrativ, das er da aufgebaut hat durch diese Argumentation, das hat funktioniert. Ja, und wir sehen das ja in fast jeder Wahlkampfrede mittlerweile von Donald Trump, der einfach sagt, Joe Biden und Kamala Harris sind dafür verantwortlich, dass die Welt so instabil ist. Wir können nach China schauen und nach Taiwan. Wir können in die Ukraine schauen und dort auch feststellen, dass Putin einfach einmal einmarschiert ist, während Joe Biden und vor allem Kamala Harris an der Macht waren. Dasselbe gilt natürlich auch für Nordkorea, wo Donald Trump Beziehungen aufbauen konnte, wir erinnern uns alle, und natürlich jetzt auch noch Nahost. Also unter Kamala Harris und Joe Biden, und es ging los mit dem Abzug, dem katastrophalen und chaotischen Abzug aus Afghanistan, wo im Übrigen auch die Umfragewerte von Joe Biden gekippt sind. Das war der Moment, wo quasi alles den Berg abging. Und dementsprechend sagt jetzt Donald Trump ganz klar, ich bin der Einzige, der Stabilität wieder zurück ins Weiße Haus und Stabilität in die Welt bringen kann. Das klingt natürlich jetzt erstmal, wenn man das so hört, als ob das auch so ist. Ja. Wahrscheinlich können wir diese Komplexität in dieser Kürze der Zeit nicht aufbrechen. Aber vielleicht eine kurze Einschätzung. Stimmt das so? Naja, im amerikanischen Wahlkampf gilt der Grundsatz, Perception is reality. Wahrnehmung ist Realität. Und wir wissen alle, wie knapp die Aufmerksamkeitsspannen sind. Das heißt, das hört sich erstmal wie ein plausibles Narrativ an.
Wenn wir aber natürlich in die Details reinschauen und uns überlegen, wie hat denn Donald Trump wirklich die großen Krisen gemanagt, egal ob es Covid war, egal ob es natürlich auch damals schon die Krim war, wo auch damals schon Spannungen mit drin waren, dass er das Iran-Abkommen einmal über den Haufen geworfen hat. Da waren natürlich auch viele außenpolitische Aspekte mit dabei, die zu Instabilität geführt haben oder wo man zumindest sagen kann, das war der Grundstock, wo es sich eben draus eskaliert hat. Aber ich glaube, für einen durchschnittlichen Amerikaner, durchschnittliche Amerikanerin, wo in der Regel Außenpolitik in einem Wahlkampf niemals die übergeordnete Rolle spielt, ist zumindest das ein sehr, sehr attraktives Narrativ, das man schnell greifen kann und eben auch weitererzählen kann. Und ich glaube, darauf kommt es an in diesem Wahlkampf, 30 Tage vor dem Wahltag. Ein weiteres Narrativ, das zumindest in den USA sehr oft vereinfacht wird, ist das Thema Migration. Hören wir mal rein, was die Kandidaten dazu sagen. You've got schools that are overwhelmed. You've got hospitals that are overwhelmed. You have got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes. Donald Trump had 4 years and he promised you, America, how easy it would be. I'll build you a big, beautiful wall and Mexico will pay for it. Less than 2% of that wall got built and Mexico didn't pay a dime. And when it becomes a talking point like this, we dehumanize and villainize other human beings. Wie werten Sie diese Aussagen? Ist das in Line mit deren vorherigen Argumentationen? Ja, also erstmal der Kontrast auch da nochmal. Wenn wir das vergleichen mit vor 3 Wochen, wie es da bei dem Thema Migration heiß herging zwischen Trump und Kamala Harris, ist einfach eine andere Tonalität. Und ich glaube auch, dass Tim Walz überrascht war, wie sanft J.D. Vance dort auch vorgegangen ist. Es war ja ganz interessant. Die Trump-Kampagne hat vorab signalisiert, was denn kommen würde. Und sie haben gesagt, sie würden Tim Walz als Verräter darstellen. Traitor Tim, das sollte der Spitzname sein, der fallen würde. Was, glaube ich, einfach auch psychologische Kriegsführung war, quasi Tim Walz zu verunsichern und zu suggestieren, dass wirklich ein extrem aggressiver J.D. Vance kommen würde. Und dann, wie gesagt, war es ein relativ weichgewaschener J.D. Vance, wo auch eine Strategie dahinter war. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber bei dem Thema Migration, ich glaube, beide Punkte sind durchaus valide. Auf der einen Seite natürlich gibt es ein großes Migrationsthema, das eben auch Kamala Harris und Joe Biden verantworten müssen, weil doch die ungezügelte Migration einfach nochmal nach oben gegangen ist in der Phase, in der Kamala Harris und Joe Biden im Amt waren. Gleichzeitig hat natürlich auch Tim Walz Punkte. Und da merkt man auch, dass er darauf vorbereitet war und gesagt hat, es wurden nur 2% der Mauer gebaut von dem Big Beautiful Wall, den uns Donald Trump versprochen hat. Warum glaubt ihr, dass es nochmal besser werden würde? Insofern das Argument, warum hast du nicht schon das gemacht, was du versprochen hast? Wie gesagt, Kamala Harris, Joe Biden hatten 3,5 Jahre Zeit, haben nicht geliefert. Und davor hatte Trump 4 Jahre Zeit, hat auch nicht geliefert. Beide Punkte sind, glaube ich, angekommen. Dementsprechend würde ich sagen, 50-50. Keiner hat wirklich gewonnen, keiner hat wirklich verloren. Nur, dass einmal mehr das Thema in den Vordergrund gespielt wird. Und wenn wir uns dort die Umfragen anschauen, dann sagen halt die Amerikanerinnen und Amerikaner, nach dem Thema Wirtschaft und Inflation ist Migration das absolute Top-Thema. Das heißt, jedes Mal, wenn drüber gesprochen wird, gewinnt eher Trump, weil dort eine höhere Kompetenzzuschreibung da ist, wenn es darum geht, das Migrationsthema zu lösen. Interessant. Insbesondere natürlich dieses Argument, naja, ihr hattet ja jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre und habt das nicht geschafft in der Zeit. Das kann man natürlich immer bringen. Interessant war auch, dass Trump mit dieser Aussage bis zu den letzten 3 Minuten von der 90-minütigen Debatte zwischen ihm und Kamala Harris gewartet hat, bis er diesen Satz auch formuliert hat. Das war das Abschlussstatement, als Trump gesagt hat, wenn du all diese tollen Ideen hast, why haven't you done it? Warum hast du es noch nicht gemacht? J.D. Vance war da deutlich schneller. Dieser Satz fiel immer wieder im Laufe dieser 90 Minuten gestern. Er hat nicht bis zum Ende gewartet. Und ich glaube, dass das auch ein sehr effektives und auch ein sehr probates Mittel ist, so den Amtsinhaber natürlich auch zu stellen. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Wer hat denn jetzt eigentlich diese Debatte gewonnen? Das wird ja auch im Nachgang immer ermittelt. Ja, also wenn wir uns die Umfragen anschauen, ich habe eine von CNN gesehen, die hat einen leichten Vorsprung von J.D. Vance vor Tim Walz gesehen. Tim Walz, wie gesagt, als es losging, war relativ nervös. Erste Frage war natürlich auch gleich Israel, Iran, nicht unbedingt das Spielfeld, auf dem Tim Walz normalerweise unterwegs ist. Ich glaube, die Nervosität hat er dann irgendwann abgelegt, aber J.D. Vance war quasi die letzten 4 Jahre nonstop, die letzten 6 Jahre nonstop im Fernsehen. Erst auf Buchtour, um sein Buch Hillbilly Elegy zu promoten und danach natürlich auch als der Haupt-Attack-Dog, jemand, der immer wieder rausgegangen ist und hart argumentiert hat für Donald Trump. Und ich glaube, dieses Medientraining quasi, das hat sich schon auch gezeigt.
Tim Walz war quasi die letzten 8 Wochen, seitdem er die Nominierung auch bekommen hat, im, ich nenne es immer das Kandidatenschutzprogramm. Nicht das Zeugenschutzprogramm, das Kandidatenschutzprogramm. Kamala Harris und Tim Walz haben kaum Interviews gegeben. Und das hat man eben auch gestern gemerkt. Die Routine ist nicht dort. Und J.D. Vance geht quasi jeden Tag mehrfach raus, macht diese ganzen harten Interviews. Und diese harten Interviews sind wahrscheinlich auch die beste Vorbereitung für eine Fernsehdebatte, wo es ja, so hart es klingt, aber eben nicht um Inhalte geht, sondern um eine Fernsehperformance geht. Und da war J.D. Vance, glaube ich, einfach besser. Insofern auch im Nachhinein glaube ich, dass wahrscheinlich die VP-Debate, also die Vizepräsidentschaftsdebatte, keinen großen Unterschied macht. Haben sie noch nie gemacht. Aber in diesem Fall, glaube ich, sind es vielleicht ein paar Bilder, die einfach nochmal suggestieren. J.D. Vance ist deutlich moderater. Insofern, Fazit, so, es sind noch 3 Millionen unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Das sagen uns zumindest die Umfragen. Und für diejenigen, die sagen, Trump ist mir vielleicht doch zu extrem, die haben möglicherweise einen J.D. Vance gesehen, der gesagt hat, naja, wenn der auch noch mit dabei ist, dann haben wir auch noch jemanden Moderaten im Weißen Haus. Also mit diesem Argument könnte vielleicht J.D. Vance diese Swing Voters in den Swing States vielleicht noch abgreifen. Also es bleibt spannend, aber wir haben es gehört, diese historische Debatte war es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich wird sie nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich hätte jetzt noch sehr, sehr viel länger mit Ihnen weitersprechen können. Ich hätte noch ganz viel mehr Fragen, aber die Zeit reicht leider nicht. Vielen Dank. Beim nächsten Mal. Sehr gerne. Und wir bleiben in den USA. Ein Thema, das natürlich auch in der TV-Debatte wichtig war, ist die US-Wirtschaft. Die lang erhoffte Zinswende ist mittlerweile eingeleitet. Sowohl in den USA als auch im Euroraum haben die Notenbanken die Zinsen erstmals gesenkt. Vor allem das Vorgehen der Fed in den USA hat für Aufsehen gesorgt. Sie hat die Zinsen gleich um 50 Basispunkte abgesenkt. Üblicherweise gehen Zentralbanken da eigentlich in kleineren Schritten vor. Deswegen ist jetzt eine kontroverse Diskussion daraus entstanden. Es geht nämlich um die Frage, wie schnell und wie weit die Zinsen sinken sollen, um eine Rezession zu vermeiden. Darüber gibt es ganz verschiedene Meinungen und Szenarien, aber es geht vor allen Dingen darum herauszufinden, wo der sogenannte neutrale oder auch gleichgewichtige Zins liegt. Das große Problem besteht daran, diesen neutralen Zins festzulegen. Und was dieser neutrale Zins eigentlich ist und warum es so schwer ist, ihn zu bestimmen, das erklärt mir jetzt unser Finanzredakteur Leonidas Exoutsidis. Hallo Leo. Hallo. Ja, ich bin ja ganz froh, dass du heute hier bist, weil wir wollen uns heute einem komplexeren Zinsthema nähern. Deswegen bin ich eben sehr froh, dass du als Finanzredakteur jetzt hier bei uns bist. Also, die Fed hat die Zinswende eingeläutet. Das haben wir hier auch im Podcast schon mehrfach berichtet. Jetzt geht's aber um die große Frage, wie geht's da weiter und wie tief sollen die Zinsen jetzt eigentlich fallen? Und ja, um diese Frage, da gibt's jetzt ja so einen neuen Richtungsstreit in den USA, der gerade hochkocht. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, worum es bei dieser Diskussion eigentlich geht? Ja, genau. Also es geht im Grunde darum, dass man rausfinden möchte, bis zu welchem Niveau die Zinsen sinken. Ja, wenn die Inflation zu gering ist und die Konjunktur schwach, dann senkt eine Notenbank ihren Zins. Und wenn die Inflation aber zu hoch ist, dann tut sie das Gegenteil. Ja, und aktuell ist es so, dass der Zins in den USA noch im restriktiven Bereich ist. Also er bremst die Konjunktur und das gilt auch für den Euroraum. Und in den vergangenen Monaten hat das ziemlich gut funktioniert. Also die Zinsen sinken nun wieder. Die Frage ist eben jetzt, bis zu welchem Punkt? Also was ist das Niveau, bei dem die Notenbanken sagen, okay, wir sind jetzt fürs Erste durch. Und was glaubst du, wo liegt dieses Niveau? Was gibt es da für Schulen? Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Dazu gibt es in der Wissenschaft echt umfassende Untersuchungen und zwar seit vielen Jahren. Gibt da auch verschiedene Ansätze und Ergebnisse, wo sich aber alle einig sind. All die Ergebnisse, all die Schätzungen, die man da durchführt, die sind total unsicher. Ja, es hängt echt stark davon ab, was für ein Modell du nimmst, welche Daten du hast. Das zeigt also, in der Theorie hat dieses Konstrukt relativ starke Grenzen. Ja, und Bezug zur Praxis dann, die Notenbanken sind auch deshalb so zurückhaltend, wenn es darum geht, sich öffentlich zu diesem Zinsthema zu äußern. Verstehe. Und dieses Niveau, das nennt man dann ja, glaube ich, den neutralen Zins. Genau, bin ich damit richtig? Genau, ja. Neutraler Zins oder gleichgewichtiger Zins. Ah, okay. Und warum ist der dann eigentlich so wichtig?
Naja, er hat eine extrem starke Signalwirkung an den Märkten. Wenn wir auf Anleiherenditen gucken, die Stimmung an den Märkten, die Performance an den Börsen, all das hängt ja total eng zusammen mit der Höhe des Zinses. Und die Märkte sind schon sehr stark daran interessiert zu wissen, wann eine Notenbank mit Zinssenkung aufhört. Und das Thema wird umso wichtiger, je weiter wir fortschreiten mit Zinssenkung. Dazu muss man wissen, dieser Prozess, der dauert echt eine lange Zeit, also mindestens bis weit ins nächste Jahr. Und bis dahin kann noch sehr viel passieren. Das haben uns die letzten Jahre ja eindrucksvoll gelehrt. Es ist gut und wichtig, dass wir diese Debatte führen, aber sie wird uns noch sehr lange begleiten mit vielen möglichen Wendungen. Und was auch wichtig ist, das ist keine leichte Aufgabe, diesen neutralen Zins zu finden, ja, weil die Notenbanken wollen einerseits die Konjunktur jetzt nicht unnötig belasten mit zu hohen Zinsen. Sie wollen aber andererseits vermeiden, dass die Zinsen zu früh oder auch zu stark gesenkt werden. Dann hätte man auch wenig gewonnen, dann wäre man in so einem Zickzackkurs und das ist auch kein gutes Zeichen. Was könnte denn dann passieren? Also was meinst du konkret mit Zickzackkurs? Erklär das bitte nochmal genauer. Naja, die Notenbanken würden die Zinsen halt weiter senken bis auf ein gewisses Niveau. Dann würden sie vielleicht merken, nee, das war zu stark, war zu schnell und würden den Zins dann wieder anheben. Ja, und dann verlierst du Glaubwürdigkeit. Du verlierst so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Autorität, aber der Effekt ist nicht mehr ganz so stark, wie er vielleicht sein könnte. Ja, und das kann sein, dass dir das noch jahrelang hinterherhält. Ja, und auch natürlich Stabilität dann, ne? Ja, total, auf jeden Fall. Lass uns doch mal versuchen, uns anzunähern, wo könnte denn dieser neutrale Zins liegen? Also was sind da die Expertenmeinungen? Also da gibt's ganz verschiedene Meinungen zu. Ich habe ja schon gesagt, das ist ziemlich weit erforscht und auch viel diskutiert. Und entsprechend weit auseinander sind die einzelnen Meinungen. Larry Summers, ein sehr bekannter Ökonom in den USA, der sagt zum Beispiel, dass der neutrale Zins in den USA eine 4 vor dem Komma hat. Mohamed El-Erian, auch ein sehr namhafter Ökonom, der äußert sich ähnlich. Und das würde bedeuten, dass die Fed die Zinsen gar nicht mehr so stark absenken wird. Der Zins aktuell in den USA, der liegt bei 4,75 bis 5% in dieser Spanne. Also gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, du hast dann so ein kleines Mismatch zwischen den Markterwartungen und dem, was die Experten sagen. Andere Schätzungen liegen deutlich darunter, eher so um die Marke von 3%. Genau, und das ist so die Spannweite. Sehr spannend. Was ist denn da jetzt realistisch? Also kann man das irgendwie einschätzen, worauf wir uns einpendeln werden? Es gibt Argumente in beide Richtungen. Ja, wenn man sich so Konsensschätzungen anguckt, dann lag der neutrale Zins vor der Pandemie bei ungefähr 2,5%, ungefähr. Und es gibt gute Gründe dafür, dass das Niveau danach deutlich angezogen hat. Es gibt verschiedene Untersuchungen, was das neutrale Zinsniveau so beeinflusst. Das sind in erster Linie Faktoren, die strukturell sind. Ja, zum Beispiel eine höhere Staatsverschuldung, die wirkt positiv. Oder auch eine höhere Produktivität, die erst recht. Oder auch ein höherer Investitionsbedarf, zum Beispiel für mehr Klimaneutralität. Und das sind alles valide Punkte, die für einen Anstieg sprechen. Kannst du nochmal zusammenfassen, wo liegt jetzt gerade nochmal die Staatsverschuldung der USA? Also aktuell sind wir so bei ungefähr 122% des BIP. Vor der Pandemie waren wir unter 110, also schon starker Anstieg und Tendenz steigend. Also die Prognosemodelle sagen noch eine weitere Verschuldung voraus. Jetzt haben wir ja viel über die USA gesprochen. Wie sieht das denn im Euroraum aus? Weil da hat ja die EZB zuletzt auch im September die Zinsen gesenkt. Ja, also die Diskussion, die gibt's hier auch. Die Situation ist natürlich vergleichbar mit der in den USA. Du hast es gesagt, die EZB hat die Zinsen im September gesenkt. Das war die zweite Senkung, im Juni hat sie begonnen. Und es könnte sein, dass sie im Oktober schon wieder die Zinsen senkt. Die Inflationsdaten von dieser Woche, die waren ja auch ganz gut ausgefallen. Und auch die EZB ist mit den Zinsen noch immer im restriktiven Bereich, ähnlich wie die Fed. Das natürliche Niveau im Euroraum, das dürfte ein bisschen unter dem in den USA liegen. Das war auch im historischen Vergleich so, wenn man sich die gängigen Modelle so anguckt. Aktuell ist der Einlagenzins bei 3,5%. Weitere Schritte werden folgen. Klaas Knot, der Notenbankchef der Niederlanden, der hat vergangene Woche gesagt oder angedeutet, dass das neutrale Niveau so zwischen 2 und 3% liegt. Die Aussage ist jetzt nicht ganz so präzise, aber sie gibt immerhin eine leichte Orientierung und das ist ja auch schon mal was wert. Okay, also er sagt zwischen 2 und 3%. Aktuell sind wir bei 3,2. 3,5.
3,5. Ja, okay. Also müsste er dann noch ein bisschen sinken. Gibt es da deutsche Schulen, deutsche Theoretiker? Was sagen die dazu? Nee, das Research ist überwiegend US-lastig. Du hast halt, Hintergrund ist, dass du im Euroraum, du hast ja 20 Volkswirtschaften für den Euroraum. Ja. Und du hast immer nur einen Durchschnittswert. Also du hast dann, na klar, Deutschland ist die wichtigste, Frankreich, Italien, Spanien, die vier, aber dann hast du auch ein Land wie Litauen oder ein Land wie Griechenland, die ganz andere Voraussetzungen haben und für die gilt halt eine Geldpolitik, ein Zins. Du hast dann ein natürliches Niveau für den ganzen Euroraum. Und eigentlich wäre es mal interessant zu gucken, okay, wo läge denn der Zins für Deutschland, ne? Oder wo läge der für Frankreich? Und das im Vergleich vielleicht zu Litauen und Liechtenstein oder so. Macht aber keiner. Gibt es denn da auch so einen Streit über diesen neutralen Zins oder das Zinsniveau wie in den USA? Streit ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Es ist eine Debatte, die wird geführt, auch im Euroraum, aber wie so oft ein bisschen gemäßigter als in den USA. Mhm. Das beschränkt sich überwiegend auf interne Diskussionen und da dringt relativ wenig nach außen. Weil, man muss dazu sagen, weil das Thema ja auch relativ technisch ist. Also es ist akademisch kompliziert, es ist total relevant für die Praxis, aber man kann diesen Zins ja nur schätzen. Und deswegen kannst du dich dem nur so ein bisschen nähern, ohne ihn genau zu bestimmen. Ja, es gibt eben nicht das eine schwarz oder weiß oder das falsch oder richtig. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, super spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel gelernt in dieser Schalte. Vielen Dank, Leonidas. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Danke. So, das war's wieder für heute und tatsächlich auch erstmal für 2 Tage. Morgen am Donnerstag, da ist ja der Tag der Deutschen Einheit und da erscheint keine Podcast-Folge. Wir hören uns hier also erst am Freitag wieder. Falls Sie bis dahin noch Anregungen oder Fragen haben, gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Brückentag eingereicht und können ein verlängertes Wochenende genießen. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Restwoche. Tschüss!